Hallo und willkommen zurück zu X3 Reunion. Wir haben an Bord unseres Schiffes noch einiges an Waren. Wir schauen mal rein. Wir haben zuletzt hier mit, was war das gleich? Mit Bogas, genau, mit Bogas gehandelt. Und wir haben festgestellt, dass wir das bei den Teladi richtig gut loswerden können. Und wir schauen mal, wir sind jetzt gerade bei den Teladi. Gibt es hier eine Mission? Nein, wir sind gar nicht bei den Teladi. Waren wir nicht bei den Argonen? Genau. Wir sind bei den Argonen. Wer braucht denn hier noch Bogas? Wir sind jetzt bei der... wir sind nicht bei der Ranch, wir sind hier beim Agrarzentrum, genau. Dann schauen wir doch mal. Wolkener, Atreus, da gibt es ja Bogas noch und nöcher. Hier ist noch eine Ranch, die brauchen alle keinen Bogas. Und vor allem, warum sind da so viele Piraten? Das wäre jetzt ein gefundenes Fresschen für ein Kampfschiff, das wir nicht haben. Die brauchen auch alle Bogas und da oben ist ein Satellit verloren gegangen. Dann würde ich sagen, fliegen wir mal nach docken wir ab und fliegen nach Antigone Memorial. Das Nordtor ist außer Reichweite. Sprungantrieb, Antigone Memorial. Sprungantrieb wird geladen. Zehn Und Prozent. dann schauen wir mal, dass wir auch möglichst bald wieder Energiezellen aufladen, damit wir jeden Sprung machen können, den wir wollen. Machen wir schon mal, ob hier jemand Bogas braucht. Ansonsten springen wir einfach, nachdem wir den Satelliten Erreiche ausgesetzt haben, System weiter. Antigone Memorial. So, die bieten den vollen Preis und die auch. Na, das nenne ich doch mal Timing. Agrarzentrum L. Andockerlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. Mit einem bisschen Glück kommen wir da sogar als Erste an und können da den vollen Preis erzielen. 406 Einheiten, 406 Credits pro Einheit Bogas. Und was sehe ich da für Schiffe? Das sind Kark-Scout-Schiffe. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Na gut, wir haben noch Energiezellen und könnten noch springen, falls nötig. Also, da steht dann erstmal keine Gefahr. Ich sag das so einfach. Haben wir überhaupt noch welche an Bord? 220, okay. Das haut noch hin. Oha, kommen da etwa Kark in unsere Nähe? Das gerade schon piepen gehört. Man sieht doch, dass sie näher kommen. Oh, 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 ach du Schande. Sie kommen durchaus näher. Schnell an die Station fliegen. Puh. Speichern und dann schauen wir mal, ob hier an der Station Andockvorgang erfolgreich. Im was Namen unseres benötigt Präsidenten wird. und Senators, es ist Einen immer Auftrag schön, gibt es doch schon mal Freunde der nicht. Argonen an Bord zu begrüßen. Ah, Verbindung wir können zum alles britischen verkaufen. Handelsnetzwerk hergestellt. Ah, und jetzt haben wir knapp 1,7 Millionen Credits. 1,66 Millionen Credits haben wir jetzt. Okay, was treibt denn da rum? Da, was treibt da rum? Energiezellen. 104 Energiezellen treiben da rum. Ja, die könnten wir mal anvisieren. Da können wir nicht anvisieren. Können noch mal schauen, ob da jetzt ein neuer Auftrag dazu gekommen ist. Hier kann man... Ja, nee, die wollen wir nicht, die Sektorinformation. Was gab's hier zu kaufen? Delexianischen Weizen? Nö, den kaufen wir nicht. Wir docken ab. Geben mal Vollgas. Und hier war noch irgendwo Kargschiffe, genau. Deswegen haben wir hier wahrscheinlich auch unseren Satelliten verloren. Eben weil hier die Karg waren. Okay, dann fliegen wir. Naja, warum probieren wir das nicht nochmal mit dem Bogas? War doch nicht verkehrt. Bogas für einen Apfel und ein Ei. Ja, ist hier ein bisschen teuer. Moment, rollt's los. Die produzieren. Ja, 304 ist jetzt nicht der beste Preis. Ich denke, das geht noch besser. Plankton.
Vielleicht gibt es ja hier auch noch günstig Plankton zu holen für 18 Credits. Silizium. Energiezellen kriegt man hier bestimmt. Oh ja. Wir kriegen hier Energiezellen für 13. Wir fliegen mal nach Königinhügel zum Osttor. Stromantrieb wird geladen. 10%. Dann laden wir unseren kompletten Laderaum voll mit Energiezellen. Wollen dann mal sehen, dass wir die auch noch teuer loswerden. Ja. 1,7 Millionen haben wir bereits. 3,5, ich sage jetzt mal einfach 3,5 sind unser Ziel. Erreiche System. Königinhügel. Also etwas mehr als verdoppeln wollen wir das. So. Sonnenkraftwerk. Da wollen wir hin. Andockerlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. Dann mal Gas geben. Na, direkt den Kurs drauf nehmen. Und dann geht's los. Naja, Energiezellen. Ich bin mal gespannt, wie viel wir an Bord laden können. 13 Credits, also vielleicht verbessert sich der Preis noch, aber ich sehe da auch schon ein Frachtschiff in Richtung Sonnenkraftwerk fliegen. Oh, ich befürchte Schlimmes, nämlich dass das Schiff vor uns da ankommen wird. Ah, das wird dann den ganzen Laderaum vollladen mit Energiezellen und es wird vor uns ankommen. Ich sehe schon wieder kommen. Das wird nichts werden. Schade. Können wir im Prinzip auch schon den Landeanflug abbrechen. Das wird nichts geben. Die Energiezellen für 13 Credits sind weg. Schade. Können wir nochmal nach einem Auftrag schauen? Königin Atreus und das Königreich Boron. Ah, das ist ein Auftrag, den schauen wir uns gleich mal an. Es tut gut, Freunde an Bord zu begrüßen. Auftrag ist weg. Eine Nachricht. Na, M5 haben wir nicht. Abdocken und Energiezellen. Ja, hier dann. Sonnenkraftwerk. Delta. Kommando nicht ausführbar. Ja, okay. Ja, jetzt denn? Kommando nicht ausführbar. Ist doch nicht wahr. Jetzt möchte der hier den Dame hier den Autopiloten nicht aktivieren. Aktiviert. Okay, ja, vielleicht kriegen wir ja da die Energiezellen. Für noch weniger, für 12 Credits. Ah, da ist schon wieder ein Frachtschiff, na super. Und das ist gerade verschwunden. Naja, gut, egal. Na, da taucht es doch wieder auf. Und wir können schon mal schauen, wie teuer da die Energiezellen sein sollen. 16 Credits, können wir vergessen, das lohnt sich überhaupt nicht. Ja, dann können wir den Sektor auch schon wieder verlassen. Na super, dann hat sich das hier überhaupt nicht gelohnt. Ofu zu handeln lohnt sich sowieso nie. Kristalle lohnt sich nicht. Stottgewürze lohnt sich nicht. Und hier Bogas. 358 lohnt sich alles nicht. Kristalle lohnt sich hier nicht. Plankton für 20 erst recht nicht. Nee, also das ist jetzt mal gerade echt ein Griff ins Klo gewesen. Da haben wir leider Pech gehabt. Ja, Plankton brauchen wir gar nicht zu handeln. Da fehlt uns vermutlich noch die Kapazität. Hier könnten wir Bogas kaufen. Volkslos Nordtor. Nordtor. Stromantrieb wird geladen. 10%. 20, 30, genau. Ja, dann schauen wir mal, dass wir dann wenigstens da die Waren bekommen. Wenigstens Bogas wieder. Erreiche System. Damit den Laderaum vollladen. Los. Bogas. Bogas-Produktion. M, Alpha, Autopilot, Andockerlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. Genau. Ich bin gespannt und hoffe natürlich immer, dass wir einen Auftrag bekommen, den wir dann dem Handel, dem freien Handel, möglichst vorziehen. Nur eine schöne Station ist das.
Na, da ist schon wieder ein Frachtschiff. Das kann doch nicht wahr sein, dass wir jetzt hier immer hinterher hinken hier. Dass wir immer das Nachsehen haben. Ja, der wird doch wieder hier das Bohrgas wegkaufen. Andockvorgang Ja, erfolgreich. natürlich. Königin Atreus und das Königreich Ah, Boron ist das entgegnen ärgerlich. Ihnen ein friedvolles Willkommen. Es tut gut, Freunde an Bord zu begrüßen. So, dann schauen wir mal, gibt es denn noch jemanden, der Bogas anbietet für 304? Bogasproduktion. Kommando nicht ausführbar. Kommando nicht Ich denke mal, es ausführbar. liegt daran, dass wir noch so nah an der Station sind. Ja, vielleicht kommen wir da hin. Ach, ich habe schon kaum noch Hoffnung. Wo ist das? Wo ist die Bogas-Produktion? Da unten. Andockerlaubnis erteilt. Da Autopilot war das Ganze aktiviert. bisher, naja gut, wir haben schon Bogas verkauft, aber nachdem wir das erste Bogas, das wir noch an Bord hatten, verkauft haben, war eigentlich alles eine Nullrunde. Wir haben Energiezellen ausgegeben, noch und nöcher, aber haben keinen Handel betreiben können. Wir haben hier nichts zu kaufen bekommen. Das ist ganz schön schlecht. Ärgert mich ganz schön. Wenn ich da gleich wieder ein Handelsschiff sehe, dann werde ich vielleicht verrückt. Also die kleinen Schiffe, die sind noch okay. Aber die großen, dicken Pötte, die möchte ich da jetzt nicht sehen. Ganz und gar nicht möchte ich die da sehen. Na, da taucht die Station auf. Kurios geformt. Und das dauert mir immer so lange hier mit dem Andocken. Autopilot Huch. deaktiviert. Nein. Andockerlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. Also mir gefiel das bei X2 besser, dass man da direkt in die Station reinfliegen konnte. Ich weiß, man kann auch hier von Hand andocken, aber das ist doch komplizierter als früher bei X2, Andockvorgang wo man erfolgreich. einfach in die Station Königin reinfliegen konnte. Atreus und das Königreich Boron entbieten Ihnen ein friedvolles Willkommen. Es tut gut, Freunde an Bord zu begrüßen. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. 434 Einheiten Bogas haben wir jetzt gekauft. So, okay. Dann wollen wir mal schauen. Möchte die hier jemand haben? Nein. Das heißt, wir halten erstmal an. Wolken der Atreus, da gibt es noch Bogas-Produktion, die bieten aber nicht genug an. Fahnen Legende, naja, wollen wir gar nicht reingucken. Was war da? Pirat Falke. Okay. So, die brauchen doch bestimmt Bogas. 406, genau wie die Argonen. Die haben Teladianium. Naja. 434, da können wir Teladianium kaufen und das verkaufen dann bei den, was bei den Boronen. Naja, wo auch immer. Das wird auf jeden Fall benötigt, denn da stellen auch dann nur die Teladi her. Darum heißt es ja auch Teladianium. Und nicht Argonianium. Argoniadium vielleicht sogar. 491, 394, 491. Naja, so, wir halten mal an. Ich habe doch gesagt, wir wollen bremsen. Gut, wir haben zu wenig Boronensektoren aufgedeckt. Das heißt, wir müssen mal die nächsten, ja, wir müssen unsere Schiffe mal weiter schicken. Ich will noch mehr Boron-Sektoren aufdecken. Weg zur Freiheit. Naja, Teladi-Handelsstation. Oh ja, bei den Paraniden könnte man natürlich auch noch mit Bogas handeln. Ich meine, wüsste, wofür die das brauchen. Schiffswerft haben die da. Oder ob die das überhaupt brauchen. Was war das? Achso, die Anlage zur Nividium-Verarbeitung kann man nicht einsehen. Na gut, okay. Wir fliegen dann. Ja, fliegen wir doch ruhig hier oben Zeus Bug Suite an. Bringen zu den Gewächsstationen unser Bogas. Und die waren wo gelegen? Am Osttor ist auf jeden Fall eine. Und die andere in der Nähe vom Westtor. Wo ist denn das Westtor? Ist egal, wir fliegen zum Osttor. So, das dauert mir zu lange.
Sprungantrieb wird geladen. 10%. Dann möchte ich doch mal sehen, ob wir da auch noch Energiezellen in der Nähe bekommen. Da braucht man eine ganze Menge von. Wir haben ja gerade keine bekommen. Vor allem, naja, wir hätten welche kriegen können, aber nicht für den Preis, den ich gerne hätte. Erreiche System. Aber ja, mehrfach. Mehrfach den guten Preis verpasst. Leider. Traumfabrik. L. Alpha. Mit was? Traumfabrik? Die bezahlen auch Geld für Bogas. Naja, aber da wollen wir doch nicht hin. Wir wollen zu dem Gewächshaus hier oben. Zur Gewächsstation. Ach, die bieten jetzt nur noch 355 an. Die haben ein volles Lager. Na super. Hätte man ja auch denken können. War ja klar. Gewächsstationen. So, dahin. Andockerlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. Und dann mal los und dann schauen wir mal, ob wir da jetzt unser Bogas loswerden oder ob da wieder jemand zuvorkommt, uns da jemand zuvorkommt. Naja, und dann schauen wir mal, vielleicht kaufen wir da Teladianium, wenn das ja zu einem guten Preis verkauft wird. Aber vorher möchte ich natürlich sehen, wo das denn überhaupt benötigt wird. Nicht, dass wir uns hier den Laderaum vollhauen und dann wissen wir gar nicht, wohin damit. Das bringt es ja dann letzten Endes auch nicht. Ich sehe, der Pirat Falke, der ist ganz schön angeschlagen. Schade eigentlich, dass wir gerade kein Kampfschiff dabei haben. Da würde ich gerne reinschauen. Oder reinschauen, mal vorbeischauen mit unserem Schiff. Und den dann, ja, angreifen. Und eventuell übernehmen. Aber wo wir gerade bei reinschauen waren, schauen wir doch mal hier in unser Agrarzentrum. 50.000 hatten die zuletzt gehabt. 29.000 gewinnen. Aktuell. Ja, das sieht doch gut aus. Oder 29.000 mehr als der Ausgangszustand. Da geht natürlich noch Geld von ab für den Kauf von Energiezellen, die wir benötigen, um da den Weizen herzustellen. So, ich glaube, der Pirat wurde gerade zerschossen. Oder hat er gerade einfach nur die Karte verlassen? Ich habe da gerade nicht drauf geachtet. Ich habe da vielmehr auf die anderen Piraten im Süden geschaut, ob die sich auch wirklich in die richtige Richtung bewegen. Andock-Vorgang erfolgreich. Im Namen des Vorsitzenden CEO ist das Teladi-Unternehmen erfreut, mit Ihnen gewinnbringende Geschäfte zu machen. Gut aus. Willkommen an Bord. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Leider nehmen die nicht alles. Sonnenblumen. Okay, ist ein bisschen teuer. Ja. Günstig kriegen wir hier Herz. Naja, relativ. Also ist noch günstig, aber kriegst günstiger. Okay, da haben wir also keine günstigen Preise. Nein, abdocken wollte ich. Und ich wollte sehen, wer hier noch das Bogas abnimmt. Traumfabrik L. Alpha. Kommando nicht ausführbar. Kommando nicht ausführbar. Na, warum das nicht? Wo ist denn die Fabrik? Da unten ist die. Autopilot deaktiviert. Na komm, dann aktivieren. Autopilot deaktiviert. Autopilot Andockerlaubnis so, erteilt. Genau. Autopilot aktiviert. Kann das sein, dass rechts von uns ein Riesenpott gerade lang fliegt? Ich hoffe mal, der rammt uns nicht. Ich hoffe auch, dass wir diesen Asteroiden direkt über uns nicht rammen. Oh Mann, wer baut denn da eine Station hin? Wer hat das zu verantworten? Wie kann man denn nur sowas machen? Direkt am Asteroiden so eine Station errichten. Vor allem, die machen das ja irgendwie ständig, dass die hier die Landesektion da in Richtung Asteroiden errichten. Kann auch nicht sein, sowas. Andock-Vorgang erfolgreich. Na, im Namen des Vorsitzenden CEO ist das Teladi-Unternehmen erfreut, mit gewinnbringende Geschäfte zu machen. Willkommen an Bord. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Und verkauft. Verkauft. So, dann haben wir jetzt 1,7 Millionen Credits. Sieht gut aus. Und wir fliegen weg.
So, wir schauen erstmal in unseren Frachtraum rein. Zwei Mikrochips haben wir noch an Bord und wir haben einen Nachsatelliten und 100 Energiezellen. Teladi Profit, Profitbrunnen und Profitloch. Da fliegen wir hin und da holen wir uns Energiezellen. Da gibt es genug Energiezellen. Da oder da. Osttor, würde ich sagen. Da wird doch Sturmantrieb wird geladen. irgendjemand 10%, irgendwas gerammt. 20, 30, 40, 50%, 60, 70, Da hat jemand irgendwas 80, gerammt. 90. Okay. Initiiere Sprung. Aber keine Waren dabei verloren. Sprich, uninteressant für uns. Naja, gut. Schauen wir mal jetzt in dem Nachbarsektor nach Energiezellen. Reisesystem. Profitloch. Energiezellen. Sonnenkraftwerk. L. Andockerlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. Ist das das nächste? Bei den Piraten sind die. Dann fliegen wir dahin. Sonnenkraftwerk. M. Alpha. Autopilot. Andockerlaubnis erteilt. Autopilot So, und zu den aktiviert. Piraten fliege ich nicht, wenn die sich da an dem Sonnenkraftwerk tummeln. Da wüsste ich bessere Möglichkeiten, das Schiff loszuwerden, in dem wir sitzen. Also Piraten, nö, muss nicht sein. Naja, da gibt es bestimmt andere, die sich da, ja, die da ihr Leben riskieren wollen. Mit so einem schwerfälligen und vor allem unbewaffneten Frachtschiff werden wir das mal nicht machen. Und vielleicht kommen wir noch mal wieder mit einer richtig super ausgestatteten Nova unterm Hintern. Wäre ja was. Wäre vor allem mal nicht verkehrt. Und jetzt bereue ich es irgendwie doch ein bisschen, dass wir unser Schiff nicht voll ausgebaut haben. Aber jetzt nochmal 500.000 für Frachtraumausbau. Naja, ist dann doch recht happig. Wenn wir nur 3,5 Millionen erwirtschaften wollen. Erstmal. Naja, oder wollen wir vielleicht schon direkt zwischendurch Stationen kaufen? Ich weiß gar nicht. 3,5 Millionen ist ja für. Andockvorgang erfolgreich. Im Ja. Namen des Vorsitzenden CEO ist das Teladi-Unternehmen erfreut, Größtenteils mit für Ihnen die gewinnbringende Nova Geschäfte zu machen. Willkommen an eingeplant. Bord. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Energiezellen gekauft. Über 5000 Energiezellen. Da wäre noch mehr reingegangen. Ja, und wenn wir dann alle bekommen hätten und die, na sagen wir mal, wir hätten 10.000 bekommen, hätten 10.000 Einheiten für 12 Credits, wären das 120.000 Credits, hätten die wieder verkauft für 20.000, dann hätten wir 200.000, 80.000 Credits rein Gewinn. Wenn man davon noch die Fahrerei und die Sprungantriebskosten abrechnet, kämen wir dennoch auf knapp 80.000 Gewinn. Tja, haben wir leider nicht gemacht, so bleiben wir dann ungefähr bei der Hälfte. Okay, und das immer nur mit dieser einen Tour, weil unser Frachtraum nicht mehr fast. Wir könnten natürlich noch mehrere abfliegen mit einem größeren Frachtraum. Aber wir machen an der Stelle erstmal eine Pause. Schau mal eben hier rein, ob da noch ein Auftrag reingekommen ist. Nein, ist keiner. Und dann, ja, fliegen wir beim nächsten Mal weiter und verkaufen die Energiezellen. Und bis dahin hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, Moment, bevor ich das vergesse, vielleicht könnt ihr euch ja doch nochmal dazu durchringen und nochmal den einen oder anderen Hinweis geben oder Wunsch vielleicht sogar auch, was denn für eine Station gewünscht ist. Also ich tendiere ja immer noch zu einer Mine in Trantor oder, was auch immer. Also einfach mal in die Kommentare reinschreiben und dann schauen wir mal weiter. Okay, dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Tschüss!